Hallo und herzlich willkommen zum 303. Mal bei Hoaxilla, dem skeptischen Podcast. Wie immer bei mir die wunderbare Hoaxmistress Alexa. Hallo, ihr Lieben da draußen. Herzlich willkommen zu dieser neuen Hoaxilla-Folge. Und bei mir ist natürlich wie immer zum Glück der wunderbare Alexander Hoaxmaster. Ich möchte heute einmal noch ganz kurz am Anfang dieser Episode ein, zwei Dinge sagen, weil wir sehr viele Mails bekommen. Ich habe mal nach langer Zeit wieder in Rezensionen in verschiedenen Portalen reingeguckt und ich will einfach so ein zwei Dinge noch mal kurz erklären oder klarstellen. Es gibt Menschen, die sagen, uh, das ist ja nur noch Wild Mikes bei den Huxler und nichts anderes. Ähm, ich nur damit man es nochmal mal überblicken kann: Es gibt zwei Folgen Huxler im Monat. Aktuell, so wie heute, ähm, mein lieber Freund von uns, der Ralf, immer sagt, Ende des Monats oder wie ich es nenne, Huxeler-Tage. Schöne Grüße, Ralf. Äh, ich lese das alles. Ähm, es ist in der Tat so, dass wir natürlich mit den Recherchezeiten in Schwimmen kommen und dann knubbelt es sich am ja Monatsende. Eine Idee für das kommende Jahr wäre, dass wir vielleicht mutig wären und mutig sein könnten und sagen könnten, eine kommt in der Mitte des Monats und eine am Ende des Monats. Aber mal abgesehen von der Zeit des Umzugs und einer Zeit, in der es persönlich große Probleme gab bei mir, in meiner Familie mit Todesfällen und so, sind in diesem Jahr in jedem Monat zwei Folgen erschienen. Und das soll auch so weitergehen und daran wollen wir gar nicht rühren. Dass da jetzt natürlich auch einige Wild Mike Specials erscheinen, finden sehr viele Menschen sehr gut. Ein paar finden das doof. Ich kann aber nur sagen, die Wild Mike Special gehören zu Hoxilla, das ist einfach so. Und bei all den Dönekens und Spaß, den wir da machen, haben wir in dieser Sendung ausgewiesene ExpertInnen aus den verschiedensten Bereichen, wo sich, glaube ich, andere Formate freuen würden, solche Experten zu Gast haben zu können. Deswegen sind wir nicht nur der Meinung, dass das zu Hoxilla gehört, sondern sind sogar auch stolz darauf, dass es das gibt. Insofern ist beides dabei. Man muss ja nicht äh, jede Folge hören. Man kann auch mal eine Folge überspringen. Das ist völlig legitim. Man kann auch mal eine normale Huxilla-Folge in Anführungsstrichen doof finden und kann die überspringen. Und genauso kann man die White Max Ferngespräche überspringen. Generell, weil viele Leute sagen, das wird euch schaden oder das interessiert doch keinen, kann ich einfach nur anmerken, dass in den letzten 30 Tagen 370.000 Episoden Huxilla runtergeladen worden sind. Und das sind nur die Zahlen von unserem eigenen Server. Da habe ich jetzt gar nicht bei Spotify reingeschaut. Da kommen noch ein paar hinzu. Das heißt in 30 Tagen insgesamt 370.000 Episoden. Das wirkt zumindest auf uns nicht so, als ob das die Menschen nicht interessieren würde. Wir sind dafür sehr sehr dankbar und ich war ein bisschen geschockt, als ich diese Zahlen gesehen habe, weil das ist sehr 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 viel. Und darüber freuen wir uns und umso mehr freuen wir uns darüber. Dass es Menschen gibt, die viel überlegen. Wir haben eine E-Mail bekommen von jemandem, der sagt: hm, Ich wollte euch gerne unterstützen, aber bei mir drückt das Portemonnaie. Jetzt habe ich aber gerade eine Versicherung gekündigt und habe eine neue abgeschlossen. Da spare ich drei Euro im Monat und das teilen wir jetzt auf drei, ein Euro für mich. Ein Euro für Alexa, ein Euro für Alexander. Das, das rührt uns total, ja, ihr dass ihr euch solche Gedanken macht. So wunderbar, das ist total lieb. Ja. Und wenn jetzt jemand, also bitte, bitte schreibt uns nicht und sagt, ich kann nur zwei Euro, ich kann nur fünf Euro, ich kann nur einen Euro. Jeder kleinste Betrag hilft. Und ich habe es gerade gesagt, stellt euch mal vor, wir würden pro Folge von irgendwem, sagen wir mal von der GEZ, 1 Euro pro, pro Download bekommen dann müssten wir wahrscheinlich 90 Prozent des Geldes irgendwo hinspenden, weil das viel zu viel Geld wäre. Das ist nämlich aber genau die Idee, dass mit einem ganz, ganz kleinen Betrag, und es müssen dann einfach nur genügend Menschen sein, das Gesamtprojekt finanziert werden kann. Und das ähm, tut ihr. Und deswegen entschuldigt euch bitte nicht. Und alle, die sagen, ich habe es nicht über, oder alle, die in den nächsten Monaten feststellen, ich kann mir jetzt auch diesen einen Euro nicht mehr leisten. Auch Alexa und ich sind am Überlegen, was passieren wird. Mit Energiekosten und anderen Dingen. Da müssen wir alle mal gemeinsam schauen, wie wir da über die Runden kommen. Insofern, niemand muss sich entschuldigen, niemand muss sich rechtfertigen. Und wenn jemand einen Euro oder 50 Cent über hat, freuen wir uns sehr. Und wir können allerdings jetzt auch schon Ende August, wo wir das hier aufnehmen, sagen: Im Moment sieht das sehr, 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 sehr gut aus. Und im Moment könnte es tatsächlich sein, dass Hoxilla völlig verstetigt als Vollzeitprojekt in dem Fall dann auch für mich in das nächste Jahr starten wird. Und dann könnten wir so viele tolle Dinge tun, über die wir dann reden. Nicht jetzt, aber wir haben sehr viele Ideen und dafür sind wir sehr dankbar. Und ich verspreche auch, dass ich in der nächsten Folge einmal aufsetze mit dieser Hausmeisterei am Anfang. Aber das waren so ein paar Punkte, die mir nochmal wichtig waren, auch in Bezug auf die Wildmax-Ferngespräche. Und wie gesagt, alle, die sagen, ich will eigentlich nur Hoxilla hören. Und früher war viel mehr Huxilla. Nein, früher war nicht mehr Huxilla. Früher haben wir es nämlich zum Teil nicht geschafft, zwei Folgen im Monat zu veröffentlichen. Das machen wir jetzt. Insofern darauf könnt ihr euch verlassen. Zwei Folgen Huxilla im Monat. Die huxilla tage am Monatsende. Im Moment noch und vielleicht demnächst dann anders. Jetzt habe ich sehr viel erzählt. Jetzt müssen wir auch mal weitermachen. Ich kann euch versprechen, ich bin sehr sicher, diese Episode wird auch wieder eine klassische huxella folge sein. Darum habt ihr ja auch immer mal wieder gebeten. Die letzte fanden wir schon ziemlich klassisch. Diese wird, glaube ich, auch sehr klassisch. Das und denke ich auch. Alexa hat eine. Ich muss jetzt das machen, diesen Spruch. Alexa hat wahrscheinlich eine klassische Geschichte jetzt auch gleich rausgesucht. <laughs> ja, ein bisschen schon. Die Story der Woche. In der heutigen Story wird es erstens musikalisch und zweitens ein bisschen gruselig. Das ist eine merkwürdige Kombination und erklärt sich daraus, dass ich sprechen möchte über einen Aufruf, den es 1965 gegeben hat. Eine Anzeige in Daily Variety, wo ähm, Schauspieler gesucht wurden für eine Fernsehserie. Und diese Schauspieler, die sollten eine Band darstellen. Es handelt sich um die hinterher relativ... Äh, Berühmt gewordene Band uh, The Monkeys, äh, die unter anderem I'm a Believer äh, herausgegeben haben, wirklich einen Riesenhit gelandet haben. I'm a Believer! Genau, ich, ich mag das die total gern. Ich habe die Fernsehserie nie gesehen, keine Ahnung, aber irgendwie die Musik war nett. Und äh, das Gruselige äh, an der ganzen Geschichte kommt daher, weil unter den vielen, vielen Leuten, die sich davor gestellt haben, um bei dieser Band und Fernsehserie mitzumachen, 1965 auch ein gewisser Charles Manson gewesen ist, der ja hinterher nicht unbedingt durch eine Musikkarriere aufgefallen ist, sondern dadurch, dass er in Verbindung stand mit den Helter-Skelter-Morden. Und wir alle erinnern uns ja wahrscheinlich an den besonders bekannt gewordenen Mord an Sharon Tate, der Frau von Roman Polanski. Und ähm, das waren eben Anhänger von Charles Manson, die diese Morde begangen haben. Und jetzt ist die Frage: habe ich euch Quatsch erzählt oder hat sich tatsächlich Charles Manson unter den 400 noch was Leuten befunden, die sich für die Band The Monkeys vorgestellt haben und für die entsprechende Fernsehserie? Das ist eine spannende Frage. Ähm, und du hast mich nicht gespoilert, ich weiß es auch nee. nicht. Ich glaube, das war so eine verrückte... Ich würde jetzt mal sagen, es war so eine verrückte Zeit, das stimmt. Aber natürlich müssen wir das äh, am Ende der Sendung rausfinden. Äh, genau. Und keine Gewehr, liebe ZuhörerInnen. Ähm, ich habe tatsächlich <laughs> gerade überhaupt keinen Plan. Ja, ich habe dich ein bisschen überrascht. Ich finde das Thema aber spannend. Ja. Äh, lösen wir am Ende der Sendung auf und jetzt wird es gruselig. Ziehen Sie sich bitte an. Ähm, es es, es, könnte, es könnte, könnte ein bisschen mhm. gruselig werden. Thema der Woche. Das heutige Thema der Sendung ist die Geschichte von Edward Mordrake oder aber auch Edward Mordake. Je nachdem gibt es zwei Schreibweisen. Edward Mordrake stammte dem äh, britischen Adel, so ist es überliefert, geboren, ja, so in den, in den Ende des äh, 19. Jahrhunderts. Äh, dokumentiert ist seine Geschichte erst mal 1895 in einem anatomischen Lehrbuch. Und das Besondere an Edward Mordrake war die Tatsache, dass er eine Missbildung hatte, denn auf seinem Hinterkopf befand sich ein zweites Gesicht. Genau, dieses zweite Gesicht war wirklich wie so ein klassischer böser Zwilling, eine Stimme, die nie verstummte und ihm immer ganz, ganz schreckliche Dinge zugeflüstert hat. Ähm, dieses Gesicht auf dem Hinterkopf konnte nicht wirklich sprechen. Genau. Richtig. Aber genau, er hatte die Stimme im Kopf. Also war unablässig erfüllt eben von dieser hasserfüllten Stimme, die ihm da Schreckliches zugeflüstert hat. Und das führte dann dazu, dass sein Leben wirklich die reinste Qual gewesen sein muss. Und er hat sich tatsächlich schon im Alter von 23 Jahren äh, das Leben genommen. Du hattest vorhin gesagt, 1895 in einem äh, anatomischen Werk, es war 1896 mm. in dem Buch äh, Anomalies and Curiosities hast, of Medicine. Du hast recht, 1895 mm -hmm. war ein Zeitungsartikel genau. in Boston erschienen genau. und 1896 dann in ja. diesem Buch. Vielleicht äh, erwähnen wir noch ganz kurz, dass du hast schon gesagt, also es gab keinen kein verbalen Sprachapparat, mm -hmm. aber dieses Gesicht, äh, die Augen konnten äh, eben fixieren und folgen, der Mund konnte sich bewegen und es hatte auch eine gewisse Mimik. Also äh, es soll dann äh, berichten Folge Edward Mordrake natürlich sehr, sehr unglücklich gewesen sein, dann auch wirklich depressiv gewesen sein, geweint haben und dann sei äh, sichtbar gewesen, dass dieses Gesicht hinten auf seinem Kopf ja, spöttisch gegrinst hat und ja quasi höhnend äh, war. Mordrake ähm, hat berichtet, dass er ähm, im Schlaf, also dass dieses zweite Gesicht auch nie geschlafen mhm. hätte und in seinem Kopf äh, die ganze Nacht über geflüstert und gehässig gewesen sei zu ihm. Er hat dann ähm, zwischendrin wollte er, dass man diesen dieses Gesicht zertrümmert. Das war ein Wunsch, den er geäußert hatte. Dem konnte man nicht nachkommen, weil man damals schon gesagt hat, das würde ihn wahrscheinlich so sehr verletzen, dass das mit dem Leben nicht zu vereinbaren ist. Und er hat sich dann auch entgegen dem Rat seiner Familie und seiner Ärzte irgendwann selber Gift organisiert. Er hat sich dann ähm, vergiftet und hat in seinem Testament veranlasst. Das finde ich noch mal ganz spannend, dass dieses zweite Gesicht zerstört werden soll, damit es äh, im Grab ihm äh, dann Ruhe gewährt. Und er hat veranlasst, dass er anonym verscharrt werden wollte äh, und auch kein Grabstein ähm, geschaffen werden wollte, damit also auch niemand mehr sozusagen dieses zweite Gesicht oder diese Besonderheit. Denn er war natürlich auch ein Stück weit eine Person von Interesse mit dieser besonderen Fehlbildung das wollte er nicht mehr sein vor allen dingen nicht nach seinem tod und das hat er testamentarisch veranlasst und deswegen äh, haben wir dann auch letztendlich kein, kein grab von edward mordrake wenn wir im netz schauen nach edward mordrake dann finden wir erstens sehr sehr viele Unheimliche Abbildungen, aha, die eben, aha. die ihn eben so doppelgesichtig zeigen. Wirklich wie einen Januskopf, auf den wir nachher noch eingehen werden. Und die Tatsache, dass er in einem Werk auftaucht, was sich einen wissenschaftlichen Anstrich gibt, eben dieses Buch Anomalies and Curiosities of Medicine von den beiden Ärzten Dr. George M. Gould und Dr. Walter L. Pyle. Gibt dem Ganzen ja auch nochmal so eine gewisse Gravitas. In diesem Werk haben die beiden Ärzte auch noch andere Fälle, die ihnen sehr ungewöhnlich vorkamen, gesammelt und ähm, haben eben auch die Geschichte von Edward Mordrake sehr, sehr detailliert und äh, auch sehr, sehr emotional geschildert. Ähm, und das Ganze liest sich wirklich äh, wie ein Bericht, für den jetzt vielleicht keine ähm, Quellen vorhanden waren, aber schon wie ein sehr detaillierter Bericht, von dem man annehmen könnte, es wäre etwas dran. Und insofern äh, muss man so ein bisschen äh, aufpassen, dass man da nicht stehen bleibt an dieser Stelle und sagt, ja, wenn das in so einem wissenschaftlichen Werk äh, behandelt wird, dann wird da ja wohl irgendwas dran gewesen sein. Äh, zumal dann auch noch eine Royal Scientific Society mit ins Spiel gebracht wird. Und äh, das natürlich erstmal sehr, sehr gut und plausibel klingt, wenn da ungewöhnliche medizinische Fälle beschrieben werden. Aber das ist eben nicht die einzige Quelle von der wir sagen könnten, da ist der Edward Mordrake ähm, entstanden, sondern du hattest das ja schon erwähnt, wir können noch ein Jahr zuvor gucken und sind dann im amerikanischen Zeitungswesen. Mhm. Und zwar bei der Boston Sunday Post vom 8. Dezember 1895. Und das ist zumindest die erste bekannte Veröffentlichung, in der Edward Mordrake genannt wird. Er wird da in einem Artikel beschrieben, auch mit einer Zeichnung. Wir werden euch auch ein... Einen Beitrag verlinken, wo ihr dann diese Zeitung sehen könnt. Die gibt es auch übrigens, wenn man bei der Wikimedia sucht, bekommt man auch dieses Bild zu sehen. Und in diesem Artikel, der den Titel trug, The Wonders of Modern Science, wird auch noch berichtet von einem Mann, der an den Enden der Extremitäten ja so Krabben äh, Fortsätze hatte, also wie so eine Krabbe mit so Scheren. Es wird berichtet von der Norfolk Spider, einer Spinne, tatsächlich mit einem Menschenkopf, und es wird noch berichtet, neben Edward Mordrake in diesem Artikel, von einer ja quasi Seejungfrau, die kein Hinterbeine hat, sondern eher so fischartige Fortsätze an ihrem Unterleib. Genau, erschienen ist dieser Artikel von äh, Charles Loughton Hildreth am 8. Dezember 1895 in der Boston Sunday Post. Und ähm, es ist Hildreth, der dann zum ersten Mal eben diese Royal Scientific Society ins Spiel bringt. Und das wird dann eben später von diesen beiden Ärzten in ihrem Werk übernommen und äh, bekommt dann eben noch mal ein ganz anderes Gewicht. Und jetzt könnte man ja sagen, okay, da wird das alles beschrieben. Irgendwo muss der Hildreth das ja auch hergehabt haben. Es ist nur so, dass Hildreth ein Dichter war. Und man weiß jetzt überhaupt nicht, ähm, hat er da irgendwo ähm, einen Hinweis gefunden, der ihn dazu inspiriert hat, diese Geschichte oder diese Geschichten von diesen ungewöhnlichen... Menschen zu schreiben oder hat er sich das komplett ausgedacht? Das bleibt alles so ein bisschen im Dunkeln. Wir können aber sagen, dass wenn man sich das Zeitungswesen im 19. Jahrhundert anschaut, das hatten wir ja auch schon in Zusammenhängen, ist manchmal nicht hundertprozentig klar, ob es sich da um Berichte journalistischer Art handelt, die wirklich mit Fakten gefüttert sind oder ob, ob da die Grenzen zwischen Realität und Fiktion doch vielleicht mal verschwimmen. Und insofern ist es wahnsinnig schwer zu sagen, was wir hier vor uns haben, da man aber sonst kaum Quellen ausmachen kann für einen Edward Mordrick, der genauso gelebt hat und gestorben ist, wie es da beschrieben wird muss man vorsichtig sein. Oder wir können es jetzt auch schon mal etwas weiter eingrenzen. Es gibt keinerlei Nachweis, ja. dass diese Geschichte, die wir euch gerade erzählt haben, diese Gruselgeschichte überhaupt stimmt. Es ist tatsächlich davon auszugehen, dass diese Geschichte eine erfundene Geschichte ist. Dieser Hildreth ist dann auch tatsächlich später als Science-Fiction-Autor bekannt geworden, hat auch Kinderbücher geschrieben. Und diese Royal Society of, uh, Royal Scientific Society, die er anführt, es einfach gar nicht. Die klingt sehr gut, klingt aber nicht. Es gäbe im Zweifelsfall noch die Royal Society of London. Ähm, und das war auch so eine wissenschaftliche Vereinigung. Die haben allerdings ihr gesamtes Archiv äh, einscannen lassen inzwischen. Das kann man einsehen. Und da gibt es eben in diesem ganzen Archiv keinerlei Aufzeichnung über einen Edward Mordrake, sodass man davon ausgehen muss. Zunächst mal, von der Quellenlage her, dass die beiden Autoren dieses Anatomiebuches sich so ein bisschen haben von diesem Zeitungsartikel blenden lassen ähm, und dass dieser Artikel nicht stimmt. Und es gibt jetzt noch einen zweiten Aspekt, denn äh, bei allen Fehlbildungen äh, müsste es ja unter Umständen mehrere Fälle dieser Art gegeben haben. Und tatsächlich gibt es äh, zwei mögliche Erklärungen für überhaupt sowas in dieser Art und die eine Erklärung ist ein, äh, ein, ein Phänomen, was man Craniopagus parasiticus nennt, das ist, wenn bei ähm, Zwillingen, also wir kennen ja alle, ich weiß gar nicht, siamesische Zwillinge, darf man das eigentlich noch sagen, Conjoint äh, Twins würde man ja eigentlich im Englischen sagen, also äh, Zusammengeschlossen. Äh, so Zwillinge äh, ist vielleicht besser als die, der andere Begriff. Ähm, und da, da gibt es Abstufungen. Es kann auch dann sein, dass einer dieser beiden Zwillinge sich nicht weiterentwickelt im äh, Mutterleib und dann sozusagen ein Teil dieses Zwillings als Parasitikus, also als Anhängsel weiter existiert. Es gibt Fälle, wo man feststellt, oh, da ist ein, eine Verwachsung im Körper drin. Und dann ich, wird dann manchmal gesagt, das war wohl ein Zwilling, der sich nicht entwickelt hat. Es gibt aber auch Fälle, wo es zum Beispiel eine Extremität mehr gegeben hat und all solche Aspekte. Was man aber da nicht hat ist im Grunde genommen so ein zweites Gesicht. Das ist eher sehr sehr ungewöhnlich. Insofern kommt dieses Bild diese, diese Erscheinungsform des Craniopagus parasiticus hier eigentlich nicht in Frage. Etwas anderes, was in diese Richtung gehen könnte, ist ein ähm, ist die kraniofaziale Vervielfältigung oder das Doppelgesicht. Diprosuppus genannt. Und da ist ein bestimmtes Gen, falsch, ein Protein, nicht ein Gen, ein Protein verantwortlich, nämlich das sogenannte Hedgehog-Protein, so ist das genannt worden. Und da ist es so, wenn sehr viel von diesem Protein vorhanden ist, dann kann es sein, dass sich ein Gesicht in die Breite entwickelt und sich dann auch doppelt dieses Gesicht, mit doppelt meine ich, dass sich zum Beispiel, das gibt es bei Vögeln, ein zweiter Schnabel sich zum Beispiel ausbilden kann. Und je nachdem, wann dieses Protein, ähm, ja, sich äh, nicht gebremst wird oder gegengesteuert wird im Körper, wir werden euch da auch einen Artikel zu verlinken, ähm, kann es sogar sein, dass sich dann durch die Verbreiterung sogar weitere Augen zum Beispiel bilden und sich dann tatsächlich so ein Doppelgesicht bildet. Ähm, bei dieser äh, kraniofaszialen Vervielfältigung ist es aber in der Regel so, dass das Gesicht sich so verbreitet im Grunde genommen. Also nicht gegenüberliegend, so wie es bei Mordrake beschrieben ist, sondern äh, es verbreitet sich eher. Ähm, es gibt das gelegentlich bei Katzen und bei Vögeln. Äh, da tritt das durchaus häufiger mal auf, auch bei anderen Tieren. Das Problem äh, dabei ist, dass Lebewesen mit so einer kraniofaszialen Vervielfältigung in der Regel sehr früh versterben. Das hat unter anderem was damit zu tun, dass sich zum Beispiel die Luftröhre und die Speiseröhre nicht verdoppeln. Das heißt, es kann dann durchaus sein, dass dann ein Teil des Gesichtes, das Satz gegeben, äh, ist und der andere Teil möchte atmen und dann sind diese Mechanismen, die das steuern, also normalerweise, wenn wir essen, geht die, Schweise, äh, geht die Luftröhre zu, damit wir keinen Fremdkörper in die Lunge bekommen. Ähm, das funktioniert da nicht sonderlich gut. Das heißt, da äh, ist die Überlebenswahrscheinlichkeit bei dieser besonderen Art der Fehlbildung durch dieses Hedgehog-Protein nicht sonderlich groß. Es gibt ein paar menschliche ähm, ähm, Fälle von Kraszi kraniofaszialer Vervielfältigung und der wohl bekannteste Fall ist Ladi Singh, ein Mädchen, das äh, 2008 in äh, der Nähe bei, von, von Delhi geboren worden ist in Indien und dieses Kind ist dann am Ende mit zwei Monaten dann allerdings an einem Herzinfarkt äh, verstorben. Äh, man wollte im Grunde genommen das Kind in diesem Familienkontext behalten. Man wollte nicht es in Krankenhäuser geben. Und das Problem war dann, dass das eben mit der Ernährung aus den eben genannten Gründen nicht gut funktioniert hat. Es haben sich dann Infektionen auch gebildet. Und am Ende ist dieses äh, kleine Mädchen mit zwei Monaten verstorben. Das ist jetzt gerade ganz, ganz schlimm, dass ich das erzähle. Ich will damit nur deutlich machen: Also es gibt Erscheinungsformen, die dem von Edward mordred ähnlich sind. Damit gibt es aber kein im Grunde genommen kein Lebewesen wirklich, was äh, ähm, 24 Jahre alt oder 23 Jahre alt werden könnte. Das zweite Gesicht hat keine eigene Persönlichkeit, wie es beschrieben worden ist. Es gibt Einzelfälle von Katzen, die damit etwas länger gelebt haben tatsächlich, aber in der Regel versteht man da sehr früh schon. Jetzt könnten wir ja sagen, an dieser Stelle ist die Geschichte im Prinzip auserzählt. Wir haben geschaut, bis wohin man diesen Edward Mordrake zurückverfolgen kann. Man kann relativ gut sagen, wo er zum ersten Mal in den Medien aufgetaucht ist. Wir haben ähm, geschaut, was da dran sein könnte, wie die Quellen zu bewerten sind. Und ähm, ob es medizinische Fälle gibt, die in die Richtung gehen, wo man sagen könnte, das könnte die Grundlage dafür gebildet haben, äh, eben diesen Fall zu beschreiben. Äh, und ich finde es aber sehr, sehr lohnenswert, erstens zu schauen, welche Motive in dieser, ich würde sie jetzt mal als fiktive Geschichte von Edward Mordrake äh, bezeichnen, stecken. Und warum uns diese Geschichte bis heute fasziniert. Denn wenn man im Netz schaut, findet man eben auch recht aktuelle Beispiele. Wo diese ähm, Story eben wieder hochgespült wird, nicht zuletzt in der Staffel Freak Show von American Horror Story, in einer Serie, die ja relativ bekannt und beliebt ist, wo eben auch dieser Charakter auftaucht. Lass mich ganz kurz noch eine Sache ganz kurz einschieben. Du hast gerade schon gesagt, es gibt ja Fotos und Abbildungen auch von F. Mordrake, auch das Episodenfoto, was wir haben. Ähm, es gibt in einigen ähm, Wachsfiguren-Kabinetten, eben Nachbildungen, wie ein Edward Mordrake hätte aussehen können. Unter anderem ja auch ein Panoptikum in Hamburg gibt es so einen Kopf, der relativ bekannt ist. Und unser Episodenfoto ist von einem Künstler von Deviant Art von der Internetseite, der sich ja so ein Stück weit als, als sein als Kunstoutlet das Schaffen von viktorianischen Kunstwerk oder von Kunstwerken die an die viktorianische Zeit angelehnt sind, sage ich mal. Und der hat eben diesen dieses diesen Kopf von Mordrake gefälscht, das kann man auch nachlesen, also es ist jetzt gar kein Geheimnis und dieser Kopf ist dann aber auch noch mal irgendwann vor einigen Jahren im Netz viral gegangen und deswegen wenn man jetzt nach Enfield Mordrake sucht, gibt es tatsächlich so dieses Foto, was wir auch als Episodenfoto haben mit so einem Namensschildchen und man könnte meinen, das sei im real ist es aber nicht sind alles fälschungen oder im äh, wachsfigurenkabinette genau wenn wir uns jetzt an die motive machen die in dieser geschichte drin stecken dann haben wir den Janus-Kopf. Mhm. Wir sprechen also über den Gott Janus. Wir haben den bösen Zwilling, wir haben das Dr. Jekyll und Mr. Hyde-Motiv. Ähm, eventuell könnte man da auch drauf eingehen, dass ja Two-Face, ein mhm. äh, äh, Villain aus dem DC-Comic-Universum, äh, sehr, sehr viel mit diesen Motiven zu tun hat. Und ähm, dass wir im Prinzip auch sprechen müssen über die Faszination der Abweichung von der Norm. Also, ich verwende den, den Begriff Norm hier wirklich im wissenschaftlichen Sinne ähm, und sind dann eben bei dem sehr, sehr schwer im Magen liegenden Thema der Sideshows beziehungsweise Freakshows, der Abnormitäten schauen im 19. Jahrhundert und im ganz frühen 20. Jahrhundert. Ähm da gibt es noch eine Komponente, die glaube ich bei vielen, bei Janus müssen wir gleich nochmal hingucken in die römische Mythologie, ähm, aber äh, bei einem anderen, was du so genannt hast, nicht bei den Sideshows, da sind wir dann bei einem anderen Thema, was wir noch streifen werden, ist auch als äh, Psychologe für mich immer ganz spannend, die Komponente und dann insbesondere auch bei Jekyll und Mr. Hyde, die Frage, wie viel gut und wie viel böse ist in einem Menschen drin? Und wir haben äh, Machen wir gleich, ich will nur noch die Komponente, da müssen wir vielleicht auch nochmal drüber reden, das auch unter diesem Aspekt nochmal betrachten. Aber steigen wir nochmal in äh, ganz, ganz früh ein. Nämlich beim Janus, beim Gott. Und interessanterweise, wenn man mich jetzt gefragt hätte, hätte ich erstmal gesagt, griechische Mythologie, weil alle besonderen Götter kommen aus der griechischen Mythologie, ist aber Ger gar nicht, nicht. nicht. Das ist ein rein römischer Gott, genau. Genau, rein römischer Gott äh, und ja so als als Gottes Übergangs glaube ich so kann man ihn beschreiben und er wird dann häufig mit einem alten und einem jungen Gesicht dargestellt der Januskopf ähm und er hat aber nach allem was ich so gelesen habe jetzt in der Vorbereitung vielleicht hast du noch mehr Quellen studiert der hat aber nicht so eine dichotome Persönlichkeit, sondern dieses Zweigesichtige ist eher tatsächlich so ein Übergang, der da abgebildet werden soll, oder? Das ich denke, ist also eine Bedeutung. Genau, was oder? den, den Janus-Kult angeht, äh, denke ich, steht das im Zentrum. Er ist der Gott des Anfangs und des Endes, mhm. der Gott des Übergangs, der Gott der Torbögen äh, und äh, der äh, Übergang zwischen den Wegen. Und äh, es war tatsächlich so, dass äh, in der ähm, ja, Kultwelt der Römerinnen und Römer äh, zuerst immer der Janus angerufen wurde, wenn es daran ging, ähm, Opfer zu bringen zum Beispiel. Also mit Janus begann das Ganze oder dass Tempel eben zu Kriegszeiten aufgeschlossen wurden. Ähm, und ähm, er wird auch manchmal mit einem Schlüssel äh, dargestellt. Mhm. Und dann, wenn der Krieg vorbei war ähm, und äh, die Soldaten heimkehrten, wurde der Tempel wieder geschlossen. Also ich denke, inhaltlich haben wir nicht allzu viel Überschneidungen mit der Edward Mordrake Geschichte. Wobei ihm auch in, in manchen Teilen eine Dualität auch unter anderem dann eben zwischen gut und böse unterstellt wird. Aber ich denke, das äh, steht nicht so sehr im Zentrum des Kultes um den Gott Janus. Aber die Darstellung, wenn man sich Münzen ja. zum Beispiel anschaut oder Büsten, die es gibt äh, von diesem Gott, dann äh, geht das schon sehr in die Richtung, wobei es natürlich sehr stilisiert ist und sehr ästhetisch dargestellt ist, mhm. geht es schon in die Richtung, wie man es dann bei Edward Mordrake letzten Endes auch findet. Also das mag unter Umständen ein Motiv gewesen sein, was hier in diesem Zusammenhang eine Rolle spielt. Man weiß natürlich nicht, ob der Hildur äh, tatsächlich die, die römische Mythologie da herangezogen hat, aber vielleicht ist er unbewusst inspiriert worden. Wobei ich jetzt gar nicht so weiß, ausgehend des 19. Jahrhundert, da war man ja schon dieser ganzen Mythologie sehr zugetan und das Bildungsbürgertum hat, glaube ich, dann sich doch auch Büsten und Statuen und sowas angeschaut. Ich weiß gar nicht, ob das nicht eventuell zumindest eine kleine Inspiration gewesen sein könnte. Vielleicht ganz kurz noch ein kleiner Verweis. Auch auf eine vorangegangene Folge. Ja, das fand ich, also das, es gibt ja manchmal in der Recherche so Entdeckungen, die man nicht erwartet und über die man sich dann irgendwie umso mehr freut. Und als ich das heute gelesen habe, was du gleich erzählen und berichten wirst, da war ich erstens erstaunt und zweitens fand ich das sehr faszinierend. Ja, das ist nämlich ganz spannend. Es gibt einen Film, der heißt Der Januskopf aus dem Jahr 1920, bei dem Friedrich Wilhelm Murnau Regie geführt hat. Und wir haben ja schon über das Kabinett des Dr. Kaligari eine. Eine ganz ausführliche ähm, äh, Folge gemacht mit unserem lieben Freund Olaf Brill. Und interessanterweise ähm, äh, ist das Drehbuch zu diesem Film, der Januskopf, äh, geschrieben worden von Hans Janowitz, der schon auch am Kabinett des Dr. Caligari mitgewirkt hat. Und es ist im Grunde genommen eine Adaption der Dr. Jekyll und Mr. Hyde. Äh, Episode, äh, Geschichte im Grunde genommen, äh, die übertragen wird. Wahrscheinlich hat man sich, damit man keine Rechteprobleme hat, sich da neue Namen ausgedacht. Es geht nämlich um den Gentleman Dr. Warren und sein alter Ego O'Connor. Das ist dann sozusagen der böse Charakter. Und das Interessante an diesem Film ist, dass die Kritiker seinerzeit äh, den Film lobten, ähm, auch sagten, dass es das Unterschied zu, zum Theater. Wir müssen äh, noch also zwei Dinge äh, ergänzen, den Film selber gibt es nicht mehr, was das unheimlich hätte ich am Ende schade Ende ist. Genau, ja. genau den Film gibt es nicht mehr, es gibt nur das Drehbuch. Und jetzt wird in manchen Quellen, die man im Netz findet, gesagt, dass es ähm, bei diesem... Gerät, mit dem dann der Wandel vollzogen wird, um eine Janusbüste handelt. Das wäre ja dann ja auch der, das, der titelgebende Gegenstand ja. der Januskopf. In manchen Quellen steht aber wiederum, dass das Ganze durch ein Serum passiert. Also das ist jetzt so ein bisschen die Frage, ähm, wie das äh, zu bewerten ist. Aber nicht äh, geschafft das Drehbuch, weil das ja ist erhalten. Da könnte man im Zweifelsfall genau, noch dran kommen, dann muss man mal reinschauen. Ja. Ähm, aber der Film sehr gelobt. Du hast gesagt, ich es am Ende gesagt, dass er leider verloren mhm. gegangen ist. Ich hätte dann auch euch den Mund etwas wässriger <laughs> gemacht. Ähm, und er wurde aber dafür gelobt, dass dieser Übergang, diese Verwandlung äh, ganz toll gewesen sein soll. Und ähm, äh, eben das sei im Theater nicht mehr möglich, das sei nur noch auf der weißen Wand möglich, also im Kino. Und es gibt den Hinweis darauf, dass das einer der ersten Filme mit ich nenne das mal Steady Also das, ein Film, wo sich eine Kamera bewegt hat. Und das sind wir natürlich komplett heute gewöhnt mit Kamerakränen und anderen Dingen. Damals waren die eben sehr schwer und statisch, diese Kameras. Und hier soll es wohl eine Regieanweisung gegeben haben, dass die Kamera sich bewegt, was ziemlich innovativ und neu gewesen wäre 1920. Also das nur so ein kleiner, Quertrip, auch da werden wir euch nochmal ein paar Quellen zu verlinken, wenn wen das interessiert, so als Filmhistoriker. Aber spannend. Ohne jetzt nochmal allzu äh, detailliert auf die Dr. Jekyll und Mr. Hyde-Geschichte einzugehen, denn die haben wir schon an anderer Stelle bei Huxley äh, besprochen. Mhm. Hier nochmal der Hinweis, dass natürlich im Zentrum dieser Geschichte das Motiv eines guten Ichs und eines bösen ja. Ichs steht und natürlich gerade äh, im Original von 1800, oh, jetzt will ich nicht lügen, 78 ähm, meine ich, ähm, nee, äh, 1886, Entschuldigung, ähm, hat man natürlich ähm, das viktorianische Zeitalter, in dem ja die Triebe und alles, was aus der Norm der Gesellschaftlichen ausbricht, sehr, sehr stark unterdrücken wollte. Also jeder hatte seine gesellschaftliche Rolle, sein starres Korsett auszufüllen. Und alles, was darüber hinausging, musste zurückgedrängt und quasi unter den Teppich gekehrt werden. Und Dr. Jekyll und Mr. Hyde beschäftigt sich natürlich damit, dass das auf Dauer nicht gut gehen kann, dass jeder Mensch ein Ventil braucht, um auch eben mit diesen dunklen charakterlichen Seiten umgehen zu können. Und ähm, das Ganze endet natürlich im Fall des Dr. Jekyll und Mr. Hyde sehr tragisch und äh, blutig. Aber es ist natürlich auch damit eine Gesellschaftskritik, gerade vor dem Hintergrund des starren viktorianischen Zeitalters. Und du hast schon den Charakter von Two-Face aus den DC-Comics, insbesondere ja als Gegenspieler von Batman, äh, zunächst mal ähm Glaube ich, entstanden auch in den Batman-Comics. Ein, ein Staatsanwalt, dem dann während einer Verhandlung Säure ins Gesicht geschüttet wird und er dann die Hälfte seines Gesichtes und auch seine Hand ist dann eben von Säure verätzt, wird dann wahnsinnig darüber und wird dann ein kriminelles Genie, wie das so gerne in diesen Comics natürlich dargestellt wird. Interessant bei Two-Face, der tatsächlich auch als Inspiration, das gibt es durchaus zu lesen, Dr. Jekyll und Mr. Hyde tatsächlich auch äh, hatte von den Machern äh, eine Münze hat, die er wirft. Das ist das entscheidende bei Two Face, er entscheidet sozusagen völlig dichotom über seine Verbrechen zum Teil mit einer Münze, die er wirft und eine Seite der Münze hat er dann zerkratzt, also auch hier wieder eine Münze mit einer heilen Seite wie sein heiles Gesicht und eine Münze mit einer zerkratzten Seite und auch da wird das Gute und das Böse in diesem Charakter dargestellt und anders als bei Jacqueline Hyde, wo jetzt ein Serum im Grunde genommen der Ausschlag ist, wahnsinnig geworden ist dann äh, Two-Face über Harvey Dent, so hieß der Staatsanwalt eben durch diese Säureattacke. Aber das Gefährliche oder das Dramatische an ihm ist dann ja die Tatsache, dass sein gutes bzw. böses Verhalten komplett arbiträr ist. Also es ist, es liegt einfach nur an diesem Münzwurf, ob er jemanden erschießt oder nicht, ob er ein Verbrechen begeht oder nicht. Und das ist natürlich noch mal eine Zuspitzung. Äh, der Impuls sozusagen ist hier dann in den Comics häufig die Münze, wobei man dann auch sagen muss, es ist ein Comic. Das ist jetzt keine kein äh, französisches Autorenkino, äh, was da stattfindet in so einem Comic. Grundsätzlich ist er schon böse und plant halt auch ständig Verbrechen. Aber es gibt dann noch einige sehr interessante Stellen, wo dann das Schicksal anderer Menschen und auch sein Schicksal tatsächlich von einem Münzwurf abhängig ist. Und das ist natürlich die absolute Zuspitzung der beiden persönlichen Anteile, die man so in sich trägt. Ich würde gerne ähm, in den nächsten oder zum nächsten Komplex... Motivkomplex überleiten und deswegen nochmal kurz auf die Bildsprache eingehen, weil wir sowohl bei Jekyll und Hyde als auch bei Two-Face und als auch im Prinzip bei Edward Mordrake eine Bildsprache haben, die sehr, sehr stark das Äußere mhm. mit dem Inneren verknüpft. Mhm. Das heißt also, das Böse wird hier grundsätzlich hässlich dargestellt. Bei Edward Mordrake interessanterweise ist das zum Teil umgekehrt, wenn, die, wenn das Antlitz der schönen jungen Frau auf dem Hinterkopf das eigentlich böse ist. Also quasi der Teufel in seiner verführerischen Gestalt ist. Aber eben bei Jekyll und Hyde und bei Two-Face ist es ganz eindeutig so, die von uns hässlich wahrgenommene Seite ist auch gleichzeitig die charakterlich böse und amoralische Seite, die dann eben ab und zu mal die Oberhand gewinnt. Und ich, also es liegt mir wirklich schwer im Magen und bereitet mir auch ähm, nicht wirklich Freude, jetzt über dieses Thema der der Freakshows sprechen zu müssen weil wir eben die Faszination des Abnormen, die in uns allen angelegt ist, thematisieren müssen und auch uns auseinandersetzen müssen mit unserer eigenen Sensationslust, die, mhm. von der wir eigentlich gar nicht Abstand nehmen können. Wir können sie versuchen zu unterdrücken und damit besser umzugehen und auch menschlicher umzugehen und auch eine gewisse Moral und Ethik walten zu lassen. Aber es steckt, denke ich, in Ansätzen in uns allen drin. Was wir sicherlich nochmal in einer eigenen Folge behandeln äh, werden, weil wir in der Recherche jetzt dann festgestellt haben, dass das den Rahmen absolut sprengen würde, dieser Episode, ist das Leben und Wirken von PT Barnum, mhm. dem wohl bekanntesten sideshow äh, Inhaber, Produzenten, wie man das auch immer nennen möchte, da werden wir noch mal tatsächlich eine eigene Folge zu machen. Was wir aber kurz anreißen können und dann ist es vielleicht nicht ganz so düster, wie du es jetzt gerade meinst, Alexa, ist tatsächlich, dass ähm, wir bei diesen Sideshows, du hast es schon gesagt, die Lust am Grusel, die Lust am Besonderen ähm, und in, uns in einer Zeit befinden, wo zum Teil ja auch Fälschungen zum Tragen kommen. Fangen wir mal damit an. Also all das, was wir heute so an Abbildungen und Fotos und Wachs, äh, ähm, gestalten von und Mordrake haben, sind Fälschungen. Eine beliebte Fälschung, die bei diesen Sideshows äh, zugegen war, war die Fidschi Mermaid. Also ein skelettierter, leicht movifizierter Oberkörper eines kleinen Affen, der auf eine, auf eine Fischschwanz genäht wurde und dann wurde gesagt, das ist eine Fiji-Mermaid äh, verstorben äh, aus der See gefischt und es ist inzwischen relativ gut belegt, dass die produziert wurden in Übersee. Der Seeleute haben die gekauft, zum Teil für viel Geld. Und dann haben diese Sideshow-Inhaber die dann wieder abgekauft von den Seeleuten und ausgestellt und die Leute waren völlig fasziniert davon. Ich denke, da müssen wir wirklich, wenn wir über P.T. Barnum sprechen, nochmal gesondert drauf eingehen, weil der Fall dieser Fiji Mermaid, die er ausgestellt hat. Nochmal ganz besonders noch mal ist. Nochmal ganz besonders ist. Also P.T. Barnum war wirklich eine schillernde Persönlichkeit, die zu bewerten auch gar nicht so einfach ist. Also ist durchaus komplex, auch die Art und Weise, wie er ja, an die Sache herangegangen ist. Ich denke, da war viel Licht, aber auch sehr, sehr viel Schatten. Ähm, ich würde, bevor wir auf die ähm, äh, Sideshows nochmal eingehen, gerne nochmal ein bisschen weiter ausholen, weil meiner Ansicht nach die Sideshows eine, ähm, ein, ein Komplex bilden, wo das, was früher in den Kunst- und Wunderkammern der Herrscherhäuser, mhm. der, der mhm. Fürstenhöfe, Ausgestellt wurde, um die Besucher in Erstaunen zu versetzen, wirklich zum sich Wundern zu bringen, also die Wunderkammern, ähm, jetzt einem bürgerlichen Publikum im 19. Jahrhundert gegen Entrichtung eines Obolus zugänglich gemacht wird. Also, wir haben hier eine Verlagerung von etwas, das ähm, an den Adelshöfen stattfindet, hin ins Bürgertum. Das finde ich eigentlich einen ganz interessanten Aspekt. Und diese Kunst- und Wunderkammern zeichneten sich eben aus dadurch, dass sie eine sehr bunt zusammengewürfelte Menge an allen möglichen erstaunlichen Dingen gewesen sind. Dinge aus der Natur, die es tatsächlich dort so gegeben hat. Wir sind natürlich dann in der frühen Neuzeit in einer Zeit der Entdeckungen der äh, Kolonien, wo man eben auch leichteren Zugang zu exotischen Dingen hatte. Also man hat dann einfach gesammelt, was einem erstaunlich und kurios erschien. Dann aber auch äh, jeweils moderne, also der äh, jeweiligen Zeit angepasst moderne technische Errungenschaften, die dort ausgestellt wurden. Und gezeigt wurden Kunstgegenstände, die sehr elaboriert und ähm, wunderbar gemacht waren. Aber eben, wie du es ja auch dann später schon äh, im Fall der Sideshows thematisiert hast, Fälschungen mhm. oder das, was man sozusagen falsch attribuiert hat. Also wenn wir zum Beispiel an den Narwalzahn denken der dann als einhorn ausgestellt wurde in diesen wunderkammern also das vielleicht äh, zu den vorläufern und wir befinden uns jetzt eben im 19. jahrhundert äh, in einer zeit wo das einem bürgerlichen publikum äh, zugänglich gemacht wird und eben der fokus auch äh, eben sehr sehr stark auf das ungewöhnliche äh, am menschen gelegt wird äh, sei es nun eben in diesen abnormitäten schauen oder eben auch in den Völker schauen, denn man hat dann von den Reisen Menschen aus allen möglichen Teilen der Erde, ja, mitgebracht und sie dann eben einem äh, erstaunten Publikum zugänglich gemacht. Ähm, so muss man das leider formulieren. Genau. Und da ging es natürlich um Fehlbildung und da waren Menschen, die kleinwüchsig waren, zum Beispiel dabei. Oder besonders große Menschen waren vertreten. Es gab Menschen, die einen gesteigerten Haarwuchs hatten. Äh, diese Geschichten der bärtigen Frau zum Beispiel. Äh, da muss man sich dann auch fragen, du hast die Fälschung ja schon angesprochen, ob das dann immer ein echter Bart war oder eventuell sogar ein angeklebter Bart. Wir haben die Fälle von äh, verbundenen Zwillingen gehabt, äh, die dort, ja, man muss sagen, fast ausgestellt worden sind. Jetzt klingt das ganz, ganz grässlich. Und wenn man sich dann noch vorstellt, dass es im Grunde genommen Agenten gab, die um die Welt gereist sind, auf der Suche nach solchen Persönlichkeiten, um sie insbesondere auch nach Amerika, aber das war ein weltweites Phänomen, zu holen, damit sie dann in diesen Attraktionen auftreten und dass man sich die gegen Geld anschauen kann konnte, dann klingt das erstmal ganz, ganz schlimm äh, und es gibt da auch sehr tragische Geschichten sicherlich Auch von Entführungen. Von Entführungen, äh, äh, genau das, da werden wir sicherlich auch drüber reden nochmal in der PD-Bahn Folge. Man muss aber auch sagen, bei all dem, was da so ganz schrecklich dabei ist, dass der ein oder andere äh, ähm, ja, der dann als Ausstellungs- Teilnehmer, so möchte ich es mal versuchen, möglichst neutral Teilnehmerin, äh, fungiert hat, im Grunde genommen damit ein besseres Leben hatte. Äh, er hatte ein geregeltes Einkommen bei den seriösen äh, Shows, also das zum Beispiel bei PT Barnum, die wurden bezahlt, die Menschen, die da in seinen Kuriositätenkabinetten auftraten. Ähm, zum Teil konnten sie lesen und schreiben lernen, sie haben äh, Instrumente spielen können, je nachdem, was so anstand. Und viele davon sind dann nach einigen Jahren haben sich dann zur Ruhe gesetzt und hatten dann tatsächlich ein, ein ganz ja, erklägliches Auskommen, was sie vermutlich nicht gehabt hätten, wenn sie da nicht gearbeitet hätte, weil es sonst für sie eigentlich keine Jobs gegeben hätte. Das muss man ja. sagen. Ein Problem dabei ist natürlich Menschen, die kognitive Beeinträchtigungen hatten. Ja, also wenn wir uns jetzt den, den Tom Thumb mal anschauen, das war jemand, der kleinwüchsig war, der dann tatsächlich ein Showtalent entwickelt hatte, der hat Rollen nachgespielt, der konnte singen, der hat Musikinstrumente gespielt und der war ein richtig Gastar und der hat das dann auch genossen und irgendwann als er dann auch eine Frau kennengelernt hat und geheiratet hat, hätte er sich zur Ruhe setzen können und hat dann entschieden, nee, eigentlich macht mir das so viel Spaß, ich will weitermachen. Das ist also ein Fall, wo jemand im Grunde genommen wie er da gelandet ist, werden wir nochmal besprechen. Das war nicht ganz so mhm. koscher. Aber wie er also dann hinter sein Leben hatte, war gut. Aber der war in der Lage, über sich selbst dann irgendwann auch zu entscheiden. Menschen mit kognitiven Einschränkungen, die ja auch zum Teil verbunden sind mit Fehlbildungen oder anderen Dingen. Das ist eine ganz andere Geschichte. Interessant ist, dass Ende dieser ganzen Sideshows im Grunde genommen so gekoppelt, mehr oder weniger, an Kriegsereignisse mhm. äh, entweder sei es der, der amerikanische Bürgerkrieg oder dann in Europa äh, der erste Weltkrieg, als plötzlich viele Kriegsverwundete dann heimkamen von der Front und das scheint was im dem kollektiven Bewusstsein der Menschen verändert zu haben. man wollte dann plötzlich oder man das Interesse, Sank letztendlich. Das Kino kam dann übrigens auch auf. Das heißt, das, die sind ja auch entstanden, diese Zeitshows in einer Zeit, wo es natürlich kein Fernsehen gab, aber auch noch kein Kino, kein bewegtes Bild. Und all das hat dann diesen Zeitshows vielleicht ist es gut so, höchstwahrscheinlich ist es sogar gut so, dann in gar ausgemacht. Aber wenn man sich nochmal diese Figur von Edward Mordrake anschaut, diese fiktive Figur, müssen wir ja heute sagen, dann finden wir schon, in dieser Zeit der Freakshows, der Sideshows, ähm, ja, gestalten Menschen, die in eine ähnliche Richtung äh, gingen und die dort dann auch vorgeführt wurden, das mhm. muss man schon sagen. Ähm, also wir sprechen allerdings dann auch von einer Zeit, du hast es angedeutet, in der auch eine Gesellschaft außerhalb dieser Sideshows äh, nicht gut mit ihnen umgegangen wäre. Genau. Das vielleicht nochmal dazu. Das soll jetzt keine Rechtfertigung für das Unrecht sein, das im Zusammenhang damit geschehen ist. Aber und, zumindest ähm, muss man sagen, anders hätte es unter Umständen auch nicht besser geändert. Und lass mich kurz sagen, mhm. auch unsere heutigen modernen Gesellschaften könnten mit Menschen mit gewissen Einschränkungen noch besser umgehen. Auch ja. das kann man auch nochmal einmal adressieren als Thema, wenn man immer wieder schaut. Richtig. Deutsche Bahn und Menschen im Rollstuhl, auch da, das ist alles nicht so cool, wie es sein könnte. Das muss man auch noch mal nochmal einmal. Einmal nur erwähnen, dass wir es erwähnt haben, der Vollständigkeit halber, denken wir natürlich mit. Es gibt Thema. dann in einer Zeit, in der in den USA langsam, in Europa schon äh, des Längeren, eben die Zeit der, der Sideshows vorbei ist, äh, einen Film, 1931, der Film äh, Freaks, und der zeichnet sich, ja, das ist jetzt äh, schrecklich formuliert, aber der zeichnet sich dadurch aus, dass ähm, hier teilweise echte DarstellerInnen ähm, mitspielen und eben nicht nur äh, Menschen in Kostümen. Und äh, ich habe ihn mir nicht angeschaut, ich werde ihn mir definitiv niemals anschauen. Ähm, es wird. Beschrieben in der Filmliteratur, dass eben nicht nur das Sensationslüsternde bei diesem Film im Vordergrund stehen soll, sondern auch die Beziehung dieser Menschen untereinander, die dann durchaus ähm, freundlich und liebevoll dargestellt wird. Wie das zu be bewerten ist, weiß ich nicht, weil ich den Film selber nicht äh, gesehen habe. Ähm, auf jeden Fall hat dieser Film für den Menschen, der ihn ähm, äh, ja, produziert hat, beziehungsweise der dort äh, Regie geführt hat, Todd Browning, äh, im Prinzip sowas wie das Karriereende bedeutet, also äh, das ist tatsächlich nicht gut angekommen, es gibt auch Geschichten darüber, wie Menschen wirklich, äh, ja, während der Vorstellung gelitten haben, eine Frau äh, hat Klage erhoben, weil sie sagte, sie hätte durch das Ansehen dieses Films eine Fehlgeburt erlitten, also ähm, definitiv äh, ein, ein sehr, sehr zwiespältiger Film, und ich werde hier mit Sicherheit auch keine Empfehlung aussprechen, wie auch immer. Ähm, aber das vielleicht nur am Rande, bevor wir eben äh, zu American Horror Story nochmal mhm. kommen. Äh, die Staffel, äh, die eben sich mit diesen, ähm, ja, man muss dann in dem Zusammenhang sagen, wirklich Freak, Freak Shows beschäftigt, ähm, ist ähm, in den USA äh, zum ersten Mal gelaufen, 2014. Und, ähm, ich, das ist eine der wenigen Staffeln, die ich nicht gesehen habe. Also ich habe sonst ähm, auch Staffeln von American Horror Story äh, sehr, sehr gerne mir angeschaut. Ähm, ich mag das Ensemble, das war teilweise richtig gut, was die gemacht haben. Die habe ich ausgelassen, weil mir das Setting einfach nicht gefällt. Und eben in einer dieser Episoden kommt auch Edward Mordrake vor und ähm, Glaube ich sogar ein ne? Genau, Frage. genau. Und da finde ich den den Kniff noch mal ganz spannend, den Sie da äh, gewählt haben, weil nämlich ein Aberglaube dazu kommt, dass Edward Mordrake diejenigen Freaks äh, in die Hölle holt, die an Halloween eine Vorstellung geben. Das vielleicht nochmal so als Randnotiz der Vollständigkeit halber, dass eben da die Figur des Edward Mordrake nochmal auftaucht. Und unter Umständen hat das dann ab 2014 auch nochmal dafür gesorgt, dass das im Netz so ein bisschen hochgespült wurde, die Geschichte. Ja, was nehmen wir mit äh, aus dieser Episode? Wir nehmen mit, dass die Menschen an sich, toll, ne? Von uns der Satz, die Menschen an sich, der auf alten Tage, so möchte ich es dann vielleicht mal formulieren, ähm, ja, eine gewisse Faszination, für das Außergewöhnliche hatten. Ich glaube, nicht nur die Menschen der alten vielleicht Tage. Auch, vielleicht auch heute. Ich glaube, das haben wir definitiv heute ähm, auch noch. Und dass die Zeit der Freakshow sicherlich eine sehr umstrittene Zeit ist, das wird glaube ich nochmal deutlicher, wenn wir uns P.D. Barnum nochmal ausführlich widmen, dass wir das nochmal mehr beleuchten. Interessant eben, Edward Mordrake, je nachdem, wo man hinguckt, welchen YouTube-Kanal man anschmeißt, in welchem Forum man liest, könnte man den Eindruck gewinnen, dass die Geschichte stimmt. Es ist eigentlich so eine so eine cautionary Tale, also nochmal so eine Geschichte, die zeigen soll, guckt genau hin, prüft die Quellen, schaut, wo es erwähnt wird. Und hier kann man tatsächlich das ganz schön, das werden wir euch alles verlinken, sowohl bei Snopes nachschauen, als auch bei Mimikama, den lieben Kollegen aus Österreich, die das wunderbar aufbereitet haben und anderen Internetseiten. Und dann ist es relativ klar, dass es sich hierbei um eine nicht reale Person handelt und trotzdem findet man zeitgleich Artikel, die ich jetzt nicht verlinken werde die das alles beschreiben und dann steht, ja, so richtig nachgewiesen ist es nicht, aber was glauben Sie denn, hat es Ihnen gegeben? Und das hat auch wieder was damit zu tun, wie Medien mit solchen Geschichten umgehen, wie man mit Clickbait umgeht. Ähm, wenn man nur so eine Schlagzeile und ein Foto sieht aus einer Tageszeitung, könnte man ja meinen, da ist was dran. Ähm, Im Panoptikum in Hamburg steht ebenso ein Edward Mordrake-Kopf, der ist auch vielfach fotografiert in verschiedensten Kontexten. Bilder kann man nachbearbeiten. Also zeigt das, dass auch eine Fälschung im Grunde genommen ja eine fast wahre Geschichte erzählt, wenn man sich die Geschichte anschaut. Äh, ich denke auch, dass wir heute äh, in vielerlei Historie. Hinsicht. Ja, also eine fast wahre Geschichte, wenn man sich nicht die Geschichte, sondern die Historie anschaut. Das wollte ich eigentlich sagen, das ist deutlich wert. Entschuldige. Äh, die historischen Belege und Quellen, ja. Ja. Ähm, ich glaube, dass wir heute in vielen äh, Ansätzen immer noch das, dieselbe Lust am äh, Absonderlichen haben äh, wie die Menschen damals, dass wir nur ähm, andere Ventile dafür gefunden haben, die aber nicht unbedingt besser sind, überhaupt gar nicht, wenn ich mir vorstelle wie die Ausstellung von Gunther von Hagen zum Beispiel seinerzeit endete. Nach den Plastinaten, die, über die man sich per se schon streiten kann in der Ausstellung, endete das Ganze dann damit, dass man eben auch Embryos mit Fehlbildungen in Formalin zu sehen bekommen hat. Und ich möchte noch kurz verweisen auf die, ja, Tendenz, wenn zum Beispiel irgendwo Unfälle sind, äh, dann als äh, A dabei stehen zu bleiben und erstmal zu schauen, was da vor sich geht. Das ist ein, ein Trieb, den wir wohl alle in uns haben und den man wirklich aktiv bekämpfen sollte. Wir haben äh, bei solchen Situationen, wenn wir nicht helfen können, nichts zu suchen. Also einfach irgendwo zu stehen und sich anzuschauen, wie gerade etwas Ungewöhnliches und dann eben auch Schreckliches passiert, das geht einfach nicht. Lasst es bleiben. Ich finde ganz schön, dass du gerade den Begriff A dabei benutzt hast, den ja. vielleicht viele gar nicht Ach, kennen. Ich auch dabei. <laughs> genau. genau, das sind mhm. so deine österreichischen Wurzeln, die man da Ich bin A dabei. Mhm. Ähm, ja. Das war jetzt nochmal ein bisschen moralisierend am Ende, aber ich glaube, bei dem schweren Thema darf man das auch gerne mal machen. Ähm, wir werden euch eine ganze Reihe von Quellen verlinken und guckt auch nochmal an, wie so bei Snows, wie bei Mikama die Sachen aufbereitet worden sind, weil das eigentlich eine schöne Schablone dafür ist, wie man sich solchen Fällen nähert und dass man dann nicht irgendwelchen YouTube-Kanälen auf den Leim geht, die solche Geschichten natürlich als reißerisch. Reißerische Wahrheiten äh, verkaufen und dann eben nicht sauber mit Quellen umgehen. Das ist einfach das, was wir nochmal hier vermitteln wollen. Und dass man natürlich bei solchen besonderen Dingen natürlich auch die Medizin befragen kann und auch da mal recherchieren kann, wie realistisch das denn ist, was man da so zu lesen bekommt. So. Und jetzt müssen wir nochmal erfahren, ob es eine schwarz und die Monkeys abgefahrene Castingshow mhm. gegeben hat oder nicht. Die Auflösung. Die Story von Charles Manson, der sich 1965 als einer von 437 Leuten bei den Monkeys beworben hat, lässt sich ziemlich schnell auflösen, indem man sagt, sie stimmt nicht. Alles Quatsch, nichts dran. Und man könnte sich ja fragen, wie kann man sowas überprüfen, wenn man das Gerücht hört? Oder es ist schon fast so ein bisschen in Richtung einer Urban Legend. Man hört es immer wieder und liest es immer wieder im Netz. Wie kann man sowas denn auflösen? Man kann einfach gucken, wie das Leben verlaufen ist von Charles Manson. Und dann stößt man eben auch auf den Umstand, dass der äh, schon vor diesen schrecklichen Morden in seinem Umfeld ziemlich oft im Gefängnis gesessen hat. Der war immer mal wieder ähm, verhaftet worden, ist dann auch teilweise verlegt worden und hat aber letzten Endes von 1961 bis 1967 eine Haft abgesessen. Das heißt also auch 1965 und als die Serie dann eben 66 anlief, hätte er überhaupt nicht dabei sein können, weil er im Knast gesessen hat. Hm. Habe ich ja falsch gelegen so, ja, du, stimmt, du warst überzeugt davon. Sehr das, unangenehm. Ja, es ist auch, ähm, ich meine, man kann sich das ja auch, naja. Also es, es kommt ja auch nicht, das sollte ich vielleicht noch ergänzen, ganz ungefähr, weil er so ein bisschen an der Musikszene der Zeit ja, ja. dran gewesen na, ja. ist. Ne? Also das, das hat man dann schon irgendwie so ein bisschen Verbindung und denkt, na, vielleicht hat er sich auch bei den Monkeys beworben. Hast du zu gut erzählt, die Geschichte. Ja, schön. <laughs> Damit sind wir am Ende der 303. Episode von Hoxilla. Wir wollen uns nochmal bei euch bedanken. Diesmal jetzt gerade nur für die vielen Zusendungen und Themenvorschläge und Anregungen, die ihr uns schickt. Nach wie vor sammeln wir das alles und eine Frage, die uns immer wieder gestellt wird, ist: Habt ihr eigentlich noch Themen? Ja, haben wir. Oh ja. Wir kriegen täglich fast neue Themen. Darüber freuen wir uns sehr. Wir hören uns im September wieder. Nach dieser Episode wird es nochmal so einmal wahrscheinlich ein Rutsch. Ferngespräche im Podcast-Feed geben, weil dann bin ich hoffentlich aktuell. Also, Wild, Mike, Wild Mike's Specials. Specials ja. so heißen sie ja hier im Podcast-Feed, genau. Und dann bin ich aber, glaube ich, oder habe ich aufgeholt. Und dann gibt es das so ein regelmäßiges die Lage. Plus. Ja, ich glaube, dann beruhigt <laughs> sich die Lage wieder. Aber es sind auch tolle Sendungen dabei, tolle Themen dabei, die wir ein ganz durchaus tollen Gästinnen, Gästen. Hörenswert finden. Insofern sind wir gerade, wir ruhen so ein ganz bisschen in uns selbst. Arbeit ist nach wie vor viel, aber es macht unglaublich viel Freude mhm. und das Feedback im Moment ist ganz toll. Insofern geht es uns gut und wir schauen entspannt und glücklich in die Zukunft und... Ähm haben ganz viele Ideen. Ich habe das schon angedeutet. Ähm, rauslassen aus der Episode will ich euch nochmal mit einem Einspieler von Boris, der uns nochmal was geschickt hat. Ähm, auch zur 300. Folge nochmal ein, ein Gruß. Äh, etwas nachträglich, aber da wollen wir auch nochmal reinschneiden auf jeden Fall. Und wenn ihr uns auch mal einen Sprachgruß, eine Nachricht oder irgendwas schicken wollt, äh, könnt ihr das sowieso gerne machen per Mail. Und wenn ihr sagt, das darf auch gerne in die Sendung rein. Eigentlich muss es ja nicht immer eine Jubiläumsfolge sein, sondern wenn ihr was loswerden wollt, dann schickt uns das ruhig. Und damit hören wir uns nochmal den Gruß vom Boris an. wünschen euch alles Gute und natürlich immer schon skeptisch bleiben. Tschüss. Hallo, liebe Alexa. Hallo, lieber Alexander. Hier ist der Bo vom Podcast Inside. Und ich wünsche euch alles Gute zur 300. Folge von Hoxilla, dem skeptischen Podcast. Ich bin seit vielen Jahren begeisterter Zuhörer von euch, auch wenn ich als Journalist nicht immer ganz konform bin mit euren Herangehensweisen, vor allem bei den Wildmikes, aber das nochmal am Rande. Ich wünsche euch auf jeden Fall alles Gute weiterhin auf die nächsten 300 Folgen. Ich sage Tschüss, wir hören uns, bis bald. Der hoxilla Podcast ist ein kostenfreies Projekt und soll das auch immer bleiben. Das ist uns sehr wichtig. Und du kannst uns dabei helfen, so wie das schon viele andere tun. Vielen Dank dafür. Oxilla unterstützen geht dabei ganz einfach. Zum Beispiel durch einen kleinen monatlichen Dauerauftrag von einem Euro im Monat auf unser Geschäftskonto oder via PayPal. Wie das genau funktioniert, seht ihr auf Huxilla.com unter dem Punkt unterstützen. Schickt Fragen, Anmerkungen oder Feedback an infoatroxilla.de. Und wenn ihr mögt, dann bewertet uns doch bei iTunes oder einer der anderen Podcast-Seiten, die uns führen.